Gut, dann auch von meiner Seite herzlich willkommen hier zum Abend. Automatisierung durch Roboter, ja, eine Chance für KMUs. Und ich darf heute noch ein paar Worte verlieren über ein Thema, das man jetzt vielleicht erstmal gar nicht so auf dem Schirm hat, aber das in Zukunft auch immer wichtiger wird, und zwar das Thema Ausbildung. Auch insbesondere bei, also die Robotikausbildung, deshalb auch der Titel Neue Wege in der Robotikausbildung. Vielleicht kurz ein paar Worte zu meiner Person. Mein Name ist Tobias Gold, ich bin Geschäftsführer und Co-Gründer von Skillbotics. Wir sind ein relativ junges Startup. Ich sage nachher auch noch ein bisschen was zu unserem Geschäftsmodell, zu unserem Team und auch so ein bisschen, wo wir herkommen. Ich denke mal, dann wird es auch ein bisschen klarer, welche Sicht wir auch auf die Robotik haben. Ja, ist es eine Chance für KMUs, Roboter einzusetzen? Ich denke mal, die beiden vorgehenden Vorträge, ja, zeigen ja schon auch so ein bisschen, in welche Richtung es geht. Und in die Kerbe möchte ich eigentlich direkt auch einschlagen. Also ich finde, fand es jetzt eigentlich auch sehr, sehr ansprechend zu sehen, dass weitere junge Firmen auch in eine ähnliche Richtung, in die ähnliche Problemstellungen sehen. Wir haben jetzt eher so ein bisschen den Blick auf die Leichtbaurobotik, kollaborative Robotik, die auch insbesondere interessant sind für KMUs. Und wir sehen da eigentlich schon auch so ein bisschen, ja, wenn wir immer mehr Roboter einsetzen, alles immer einfacher wird, intuitiver zu programmieren, zu bedienen. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Belegschaft, die dann später auch mit den Robotern arbeiten müssen. Und eigentlich auch so ein bisschen auf die Arbeit von morgen. Und wir haben uns dann die Frage gestellt, okay, wie kann man diese Fähigkeiten aus- und weiterbilden? Ja, sind da konventionelle Ansätze, wie man bisher zum Beispiel auch so Robotikausbildungen getätigt hat, ja, passen die auch noch in diesen Zeitgeist, sage ich jetzt mal, auch noch rein, beziehungsweise in diese Anforderungen auch noch rein. Und das möchte ich jetzt hier heute Abend dann auch noch so ein bisschen unsere Sichtweise vorstellen, wie wir darüber denken. Zu Beginn habe ich so eine kleine These. Warum wir überhaupt unser Unternehmen gegründet haben. Wir sind eigentlich der Meinung, dass durch die steigende Autonomie von Maschinen und insbesondere auch von Robotersystemen und einer besseren UX, User Experience, also Bedienoberfläche, Programmieroberfläche, die Bedienung allgemein, dass auch immer mehr Leute einfach in Kontakt kommen mit solchen Robotersystemen und auch insbesondere Gruppen, die jetzt vielleicht bisher noch nicht so viel, Robotik-Know-how mitbekommen haben, einfach noch nicht ausgebildet waren auf diesen Systemen. Und interessant wird es dann auch für KMUs. Man hat es vorher auch schon gehört, die Preise purzeln. Es wird erschwinglich für jedermann. Und deswegen wird es auch für KMUs immer interessanter, solche Robotersysteme einzusetzen. Was aber dann auch heißt, okay, ich muss meine Mitarbeiter abholen, ich muss sie schulen auf den Systemen. Und da würde ich jetzt auch kurz den Herrn Quintus widersprechen. So einfach wie ein Smartphone oder so intuitiv ist ein Robotersystem doch nicht. Es gibt so ein paar gewisse Konzepte, paar Konzepte, die man einfach auch mit berücksichtigen muss bei Robotersystemen. Und deshalb gehört so eine Grundlagenausbildung schon auch dazu, immer zu den Systemen. Vielleicht kurz zum Inhalt, nur ganz kurz. Ich möchte jetzt gleich zu Beginn noch unser Unternehmen Skillbotics vorstellen, dann so ein bisschen auf Entwicklungen auch eingehen, kurz was über die Auswirkungen dieser Entwicklung, auch auf die Arbeit von morgen und dann, wie wir auch so die zukünftige Robotikausbildung sehen. Aber zunächst zu Skillbotics und zum Geschäftsmodell. Das basiert im Endeffekt auf drei Säulen. Wir betreiben im Endeffekt eine E-Learning-Plattform für Robotik-Know-how.
und machen dann aber zusätzlich auch noch Content-Erstellung für oder insbesondere Content-Erstellung für Firmen, für Robotikfirmen, aber auch für Maschinenbaufirmen, die einfach sagen, okay, ich habe gewisse Themen, die möchte ich digitalisieren, die möchte ich auf eine Plattform bringen, damit ich es dem Kunden zugänglich machen kann, und da unterstützen wir. Zudem sind wir auch noch rund um das Thema Leichtbaurobotik und Einfluss auch auf die Arbeit von morgen beratend tätig. Wenn ich von wir sprechen, meine ich da zum einen meine Person, Tobias Gold, dann die Kollegen Alexander Lomakin und Hans-Jörg Fries. Wir machen auch unser Startup im Nebenerwerb, das heißt, wir sind hauptberuflich in anderen Berufen tätig. Ich bin derzeit Doktorand am Lehrstuhl für Regelungstechnik, Universität Erlangen, und beschäftige mich eigentlich tagtäglich so mit der technischen Seite. Aber bei dieser Arbeit bin ich eigentlich schon auch darauf gestoßen oder durch den Einsatz dann oder durch die intensive Arbeit an modernen Leichtbaurobotersystemen habe ich dann schon auch gesehen, okay, da ist wirklich Potenzial auch für kleine mittelständische Unternehmen oder allgemein auch für die Unternehmen, weil die Programmierung so einfach ist. Und deshalb kam dann auch der Gedanke mit den beiden Partnern, ach komm, lass uns doch da mal ein Unternehmen gründen, um dieses Wissen einfach skalierbar zur Verfügung zu stellen, für einen kleinen Preis Robotikwissen günstig bereitzustellen. Und der Kern eigentlich unserer Firma ist unsere Plattform, unsere Homepage, skillbotics.com. Wie gesagt, wir sind noch relativ jung, wir haben im Mai sind wir gestartet mit unserem ersten Online-Kurs, haben da jetzt so circa 4,5 Stunden Videomaterial. Wir hatten das Ganze auch mal ausgetestet mit einer Ausbildungsabteilung, gibt es nachher noch ein paar Bilder. Da sind wir dann so drauf gekommen, oder da haben wir dann gemerkt, okay, man kann sich ohne Probleme 2 Tage eigentlich beschäftigen auf der E-Learning-Plattform. Es gibt dann immer, ist immer gepaart zwischen Video und Aufgaben, die man immer so im Wechsel dann auch durchmachen kann. Und dann kommt man eigentlich so auf 14 Stunden Learning-Dauer, die man dann direkt am Robotersystem auch dann lernen kann. Die Inhalte basieren einerseits auf Video relativ viel, dann Bild, interaktive Bilder und auch Text. Technologische Basis, natürlich diese E-Learning, die E-Learnings basieren eigentlich auf einem Robotersystem, das von Franka Emika ist, der Franka Emika Panda. Ein Leichtbaurobotersystem, ähnlich jetzt auch wie der Horst, ein bisschen anderer Fokus, aber so ungefähr. Ich habe jetzt hier dann auch noch ein Video von unserer Plattform hier auch noch mitgebracht. Einerseits jetzt erstmal von unserer Homepage, da haben wir dann auch ein paar Werbevideos. So ein paar Grundlagen, jetzt gehen wir dann direkt auch mal rein in so einen Kurs. Man sieht es relativ übersichtlich aufgebaut. Immer problemspezifisch dann gibt es dann verschiedene Inhalte wie jetzt hier und so ein interaktives Bild, wo man dann auf die einzelnen Stellen draufklicken kann und dann dezidiert dann auch die Informationen dazu aufpoppen, in Kombination dann auch mit Videos. Wie jetzt beispielsweise hier, was ist eine Redundanz an dem Roboter, wie kann ich die einsetzen dann auch später aktiv, wenn ich den Roboter programmiere. Jetzt noch zur Programmierumgebung, da werden wir nachher dann auch noch einen kurzen Einblick haben, wie man auch den Roboter, den wir jetzt dann auch auf unserer Plattform haben, wie man den programmiert. Da haben wir es dann auch immer so aufgeteilt, dass wir einerseits so Grundfunktionalitäten beschreiben, andererseits aber auch spezifische Anwendungen, wie jetzt ein Pick and Place. Also wie so dieser Ablauf ist, wie man jetzt dann auch mit dem Franka Emika diese Pick and Places dann auch umsetzen kann. Das Ganze visuell einfach auch wieder unterstützt. Es ist alles so beschrieben, dass wirklich eine Person, die bisher mit Robotik eigentlich noch nichts zu tun hatte, dann auch
gemeinsam mit dem E-Learning diese Grundfertigkeiten also mitbekommt. Wie jetzt beispielsweise hier dieses Pick and Place, was ja so eine Basisaufgabe, so eine Basisapplikation dann auch bei Robotersystemen ist. Es wird dann zwischendurch auch reingeswitcht in die Programmierumgebung und dort wird dann auch gezeigt, wie man so eine Aufgabe auch programmieren kann. Gut, dann vielleicht auch kurz so ein bisschen, wo wir herkommen oder wo wir persönlich herkommen. Ich habe ja gesagt, ich bin Doktorand am Lehrstuhl für Regelungstechnik. Das heißt, wir haben so einen gewissen Sicht aus der Forschung. Und da sehen wir eigentlich allgemein, dass die letzten Jahre, dass es eigentlich so zwei Stoßrichtungen auch in der Robotik gibt. Das ist einerseits die Bedienbarkeit, was ja heute auch schon das eine oder andere Mal angesprochen wurde. Das heißt, die Systeme werden immer intuitiver zu bedienen und intuitiver zu programmieren. Keine Skriptsprachen wurde vorher schon angesprochen. Eine fähigkeitsorientierte Programmierung. Das heißt, es wird eigentlich immer auf Basis von einer gewissen Fähigkeit dann auch programmiert. Ja, keine Skriptsprachen. Plug and Play, Drag and Drop. Es wird einfach auch für jemand, der bisher noch nichts zu tun hatte mit Robotik, immer leichter. Klarer Fokus auf User Experience, das heißt, so einfach wie möglich zu bedienen, zu programmieren, viele Bedienelemente dann auch schon direkt am Roboter selber, sodass man eigentlich keinen Fokus mehr hat irgendwie auf ein Teach-Panel, sondern das Ganze dann auch schon an einem Roboter machen kann. Und das eigentliche Ziel ist es schon auch, Roboter als flexibles Werkzeug einsetzen zu können. Das heißt vielleicht auch so ein Roboter nicht nur basierend auf einer Anwendung, die man hat, dass man den einsetzt auf eine Anwendung, die man hat, sondern vielleicht auch temporär nur, sagen wir 2-3 Wochen für eine gewisse Aufgabe, dann wieder weiter switcht auf eine andere Aufgabe. Und dass man es einfach so als flexibles Werkzeug dann auch einsetzen kann. Hier habe ich jetzt auch noch mal ein Video mitgebracht, was wir eigentlich oder wo die Reise hingeht, auch Richtung intuitive Programmierung. Herr Quintus hat es vorher auch schon kurz dargestellt. Beispielsweise ist bei so einem klassischen, bei so einer klassischen Bewegung zwischen zwei Punkten basiert das Programmierkonzept eigentlich schon auch auf einer grafischen Oberfläche. Man sieht es über Drag and Drop, werden dann einzelne Funktionsbausteine, sogenannte Apps, in die sogenannte Timeline gezogen und diese Apps werden dann nur noch parametriert. Und dabei wird hier jetzt auch bei dem System so ein Handguiding verwendet, das heißt, man nimmt den Roboter an der Hand, zeigt ihm diesen Punkt, teacht diesen ein. Man sieht es, Bedienelemente sind direkt am Roboter. Und dann geht es weiter. Geschwindigkeit, Beschleunigung, also so bewegungsspezifische Parameter werden noch mit hinzugegeben. Und damit hat man dann quasi schon auch, das war jetzt glaube ich der erste Punkt. So, jetzt kommt dann noch der zweite Punkt. Ja, man sieht es also über Drag and Drop. Ja, ich switch noch mal kurz. Man sieht auch schon sehr feinfühlig diese Roboter. Der zweite Punkt wird eingeteacht. Und somit wäre jetzt dieses Programm, also dieses Bewegungsprogramm, diese Punkt-zu-Punkt-Bewegung eigentlich dann auch schon eingeteacht. Und mit dieser Konzeption, mit dieser Art zu programmieren, erkennt man dann schon auch, wie einfach das Ganze auch sein kann. So, die zweite Ausrichtung auch aus Sicht der Forschung sind so die Fähigkeiten. Man erkennt halt in letzter Zeit, dass
immer mehr oder immer höhere Autonomie auch von den Robotersystemen dann, dass die Systeme immer autonomer werden. Das heißt, immer weniger Input von einem Programmierer, von einem Bediener notwendig ist, um solche Systeme bedienen zu können. Das geht dann auch in die Richtung selbstlernende Verfahren, einfach dass die Roboter sich selbstständig durch ihre Umgebung zum Beispiel bewegen und dadurch dann auch die Umgebung kennenlernen, was den Vorteil hat, wenn man dann den Tisch mal irgendwie verrückt, dass der Roboter trotzdem noch selbstständig in dieser Umgebung sich orientieren kann. Dann auch taktile Fähigkeiten durch den Einsatz moderner Sensorsysteme wird es immer mehr möglich, auch Kräfte zu messen am Roboter. Man hat es gerade gesehen mit diesem Handguiding, es geht eigentlich erst seitdem die Kräfte in den Gelenken dann auch gemessen werden. So Kräfte applizieren, eine Nachgiebigkeit einfach, um das System sicherer zu machen. Das geht eigentlich erst seit den taktilen Fähigkeiten und da sehen wir dann auch gerade in den letzten Jahren sehr große Fortschritte auch. Gerade zum Thema Autonomie möchte ich ein kurzes Video aus dem Lehrstuhl bei uns. Wir haben so ein Spot-Roboter-System, der eine kennt es auch schon aus diversen Videos. Und bei dem System waren wir selber überrascht, wie weit auch schon die Technik ist. Wir hatten ganz neu das System ausgepackt, innerhalb von 15 Minuten lief das Ding. Und auch in der Einfachheit, klar, ich beschäftige mich jetzt tagtäglich mit Robotersystemen, aber ich würde es Ihnen auch zutrauen, dass Sie das innerhalb von kürzester Zeit bedienen können und damit dann auch schon, sieht es ein bisschen schlecht, Treppen steigen oder einfach das System von A nach B zu bewegen. Und das hat natürlich, wie ich es vorher auch schon angedeutet habe, Auswirkungen auf Unternehmen, auch auf die Mitarbeiter, die in diesen Unternehmen arbeiten. Als Unternehmen sollte ich mich natürlich mit dem Thema beschäftigen. Herr Stampf hat es vorher auch schon gesagt, mitmachen bei diesen Robotern, wie man vor 20 Jahren das Internet im Endeffekt kennengelernt hat, soll man jetzt im Ende oder wäre es natürlich als Unternehmen auch nicht schlecht, jetzt vielleicht auch schon auf diesen Zug aufzuspringen. Es kam vorher auch schon das Beispiel, vielleicht auch einfach mit einem sehr einfachen Anwendungsszenario, um in die Thematik reinzukommen, die jetzt vielleicht nicht mal den Use Case im Hintergrund hat, der dann auch Geld zum Beispiel spart, aber im Endeffekt geht es auch um das Thema Erfahrungen sammeln. Weil man natürlich auch erstmal einen Einstieg braucht. Ja, ich habe es aber vorher gesagt, aber es erfordert jedoch so ein Grundlagenwissen. Vorurteile muss man abbauen, das merkt man auch immer wieder. Natürlich, jemand, der sich bisher noch nie mit dieser Thematik beschäftigt hat, hat vielleicht auch erstmal Angst, irgendwie mit solchen Systemen gemeinsam zu arbeiten. Und das dauert natürlich auch seine Zeit, bis man die Systeme vorgestellt hat, bis man den Mitarbeitern auch zeigt. Auch ganz interessant, solche kollaborativen oder Leichtbauroboter sind ja eigentlich auch dazu entwickelt worden, um mit den Menschen zu arbeiten. Nicht den Menschen zu ersetzen, sondern mit den Menschen zu arbeiten. Und das muss im Endeffekt auch in den Köpfen der Werker auch erstmal ankommen. Dass diese Art der Robotik auch nicht das Ziel hat, die Arbeitsplätze abzuschaffen, sondern einfach, wie ich vorher schon gesagt habe, als flexibles Werkzeug einsetzen zu können. Dazu müssen die Mitarbeiter befähigt werden, das heißt Aufbau von Robotik-Skills, Bedienung, Funktionsweise. Das sind natürlich auch immer erstmal Themen, die roboterspezifisch ist. Klar, die Bedienung von dem Horst ist jetzt anders wie jetzt das Franka Imica Robotersystem. Das ist dann schon immer spezifisch, aber es gibt natürlich so allgemeine Konzepte und auch das Thema Sicherheit, das erstmal plattformunabhängig ist. Also allgemeine Konzepte verstehe ich jetzt, was ist eine Redundanz an Robotern, was ist eine Singularität. Das sind so Begriffe, so Konzepte, die muss ich einfach verstanden haben, um auch so Robotersysteme einsetzen zu können. Und dann sehen wir eigentlich schon auch, dass dieses Robotikwissen eigentlich in der breiten Belegschaft vorhanden sein muss. Gerade auch dieses Grundlagenwissen.
Und da haben wir halt gesehen, okay, diese Ausbildungskonzepte, die bisher vorhanden sind, stoßen da eigentlich an ihre Grenzen. Von was rede ich da? Ja, wenn wir es heutzutage sehen, diese plattformspezifische Ausbildung beim Hersteller, da sind wir bei Tagessätzen größer 600 Euro. Damit kann ich jetzt natürlich nicht in einem Unternehmen, gerade in einem KMU, meine Belegschaft, meine 10, 20 Leute ausbilden. Das sind dann natürlich gleich, das sind dann gleich Kosten, die würden das nicht gerechtfertigen. Das heißt, auch diese plattformspezifische Ausbildung ist im Endeffekt zu teuer, auch für eine breite Robotikausbildung. Diese Grundlagenwissen muss man über andere Wege dann auch bereitstellen können. Dann zudem kann man ja dann auch sagen, okay, ja gut, in den Ausbildungen heutzutage wird das natürlich schon auch behandelt. Aber ich würde sagen, einerseits Thema Leichtbaurobotik ist immer noch nicht vollumfänglich in den Ausbildungen integriert. Zum anderen muss man natürlich auch sehen, es gibt natürlich auch zwei Generationen, die jetzt das in der Ausbildung noch nicht mitbekommen haben. Und selbst ich habe 2007 eine Ausbildung begonnen, habe Robotik nur am Rande mitbekommen. Also so weit braucht man da gar nicht zurückgehen. Das Thema Robotik ist noch nicht so lang Bestandteil der gewerblichen Ausbildung. Und wir auch mit Skibotics wollen im Endeffekt eine skalierbare Möglichkeit zur Wissensvermittlung auch bereitstellen über E-Learning. Wir sind uns auch klar, dass es erstmal nur auf Grundlagenwissen geht, also dass wir damit erstmal nur Grundlagenwissen vermitteln können. Spezialwissen, da wird es wahrscheinlich oder wird es weiterhin über direkte Wege das Ganze vermittelt werden. Das heißt, zum Beispiel beim Roboterhersteller oder dann auch bei spezifischen Beratungsstellen. Und wir sehen auch, diese Medienunterstützung hat natürlich auch Vorteile, die wir zur Verfügung haben bei E-Learning-Plattformen, hat natürlich auch Vorteile im Vergleich zu klassischen Handbüchern. Kann man ja auch sagen, okay, es gibt natürlich für jedes System gibt's ein Handbuch. Es ist nur die Frage, ob man da immer so gerne reinschaut, weil es einfach viel Information ist, relativ komprimiert und dadurch man auch erstmal erschlagen wird, auch von den Thematiken, die drinstehen. Und auf Basis dessen haben wir jetzt quasi unser Unternehmen gegründet, unsere Plattform gegründet und haben uns dann auch gleich zu Beginn mal so die Frage gestellt, okay, das, was wir da innerhalb von unserem E-Learning-Kurs anbieten, das, was wir vermitteln, kommt es überhaupt beim Endnutzer dann auch an? Ist dieser Gedanke, okay, kann sich jemand, der vorher noch gar nie was mit Robotik zu tun hatte, kann der innerhalb von wenigen Tagen dann einsteigen in so ein Robotersystem? Und da sind wir dann auf eine Ausbildungsabteilung zugegangen und haben gefragt, ob wir da nicht so einen Workshop starten können. Wir hatten da 5 Azubi-Gruppen, das heißt eine Woche lang eine Azubi-Gruppe immer einen Tag an einem Robotersystem. Die durften sich den ganzen Tag dann beschäftigen und haben von uns dann quasi über die E-Learning-Plattform verschiedene Aufgaben gestellt bekommen. Ziel war eigentlich schon auch so ein einfaches Pick-and-Place umsetzen zu können. Und da haben wir dann gezielt dann auch gesagt, okay, wir wollen nicht nur technische, gewerbliche Ausbildungsberufe, sondern auch kaufmännische. Und hat im Endeffekt sehr gut geklappt nach der Woche. War jede Gruppe auf jeden Fall so weit, dass sie dieses Pick and Place selbstständig umsetzen können. Ja, das Thema Ausbildung ist so, dass die eine Richtung, wo wir tätig sind, die andere Richtung, die kam jetzt eigentlich auch eher so in den letzten Monaten so ein bisschen auf, ist das Thema After Sales. Ich kann natürlich so eine E-Learning-Plattform hervorragend einsetzen, um gewisse Dienstleistungen auch nach dem Verkauf anbieten zu können. Beispielsweise arbeiten wir relativ stark auch mit einem Roboterhersteller zusammen, um gerade diese Basis-Kundenausbildung auf dem Robotersystem bereitzustellen. Das heißt, bisher war es bei dieser Firma so, dass sie diese Basisschulung einfach über eine Präsenzschulung getätigt hatten und die wollten das Ganze in Richtung skalierbaren Möglichkeit umswitchen und sind wir da ins Gespräch gekommen.
Das heißt, dieses Thema E-Learning ist eigentlich dann auch gerade für technisches Wissen ist dann auch für einen allgemeinen Maschinenbauer sehr interessant. Man muss das Ganze ja nicht nur auf das Thema Roboter spezifizieren, sondern wenn ich allgemeine Maschine verkaufe, habe ich ja auch immer so ein gewisses, so ein gewisses Learning, so eine Basiskundenausbildung, die ich natürlich auch bereitstellen muss, damit die Kunden dann auch das System selbstständig bedienen können. Und sowas kann ich natürlich sehr gut auch über digitalisierte Lernmethoden oder digitalisierte Medien im Endeffekt dann auch bereitstellen. Ich habe die Möglichkeit, einen Blended Learning Ansatz zu verfolgen, das heißt einen Teil zu digitalisieren, der andere Teil dann weiterhin über vor Ort Ausbildung dann durchführen zu können, kann dann damit natürlich dann extrem gut auch den ganzen Lernprozess, die Effizienz davon steigern. Und wie wir das jetzt beispielsweise auch machen mit dem Roboterhersteller, mit dem wir zusammenarbeiten, ist es so, dass der Neukunde im Endeffekt, wenn er so ein System gekauft hat, einen Gratiszugang bekommt auf unsere Plattform und dann über eine gewisse Laufzeit, über gewisse Zeit dann quasi die Möglichkeit hat, sich einfach weiterzubilden. Anschließend mündet es dann ja in ein klassisches Abo-Modell, wo der Kunde sich dann weiterhin noch auf unserer Plattform dann tummeln kann. Dann so ein anderes Thema ist natürlich auch Communities, Q&As. Host, Fruitcore geht ja auch in die Richtung mit ihrer IoT-Plattform. Im Endeffekt habe ich auch die Möglichkeit, über solche Communities, über Foren im Endeffekt eine zentrale Plattform für den Austausch auch bei Problemen und Lösungen dann auch anbieten zu können. Das heißt, man kann Moderation auch anbieten, um gewisse Fragen, die einfach wiederkehrend auftreten, dann auch solche Fragen, die wiederkehrend aufkommen, was bei einem technischen System immer auch einen gewissen Anteil auch ist, dass man solche Sachen dann einfach auch skalieren kann über eine Plattform. Ich kann es sehr gut auch verwenden für einen Marketingkanal, Feedback-Channel, wenn ich sehe, in gewissen Themenbereichen gibt es relativ viel Feedback, dann ist es natürlich auch ein Indiz, dass der Kunde irgendwie Probleme hat, auch mit einer spezifischen Funktion zum Beispiel. Und hier können wir jetzt im Endeffekt, wir von Skibotics dann auch unterstützen, indem wir ja diese E-Learnings anbieten, aber auch diese Communities dann auch anbieten können. Ja, und dann möchte ich eigentlich auch schon abschließen, auch mit unserem Slogan Robotics Education for Everyone, weil wir der Meinung sind, dass die Robotikausbildung auch für jeden bezahlbar sein muss und im Endeffekt das durch unsere Robotik-Plattform dann auch möglich ist. Vielen Dank.